Ja, mein Name ist Maren Wilmes. Ich leite den Fachbereich Migration beim Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Osnabrück. Und wir haben ganz unterschiedliche Dienste bei uns, unter anderem auch die Flüchtlingssozialarbeit. Und ja, wir sehen eigentlich, dass seit Kriegsbeginn, also Ende Februar, Anfang März, wir auch hier ganz viel Nachfrage haben von Ukrainerinnen und Ukrainern, die aus dem Kriegsgebiet geflüchtet sind. Wir haben einen eigentlich in den ersten Tagen sofort schon ja, Geflüchtete hier bei uns in der Beratung gehabt und haben von da an eigentlich immer einen steigenden Bedarf gesehen. Wir werden auch sehr viel telefonisch kontaktiert, wo dann auch Ehrenamtliche anrufen, die derzeit Ukrainerinnen und Ukrainer untergebracht haben oder welche kennen, die gerade auf dem Weg sind zu ihnen. Und einfach auch viel wissen möchten, was jetzt weiter passiert. Wir haben auch viele Ehrenamtliche, die ihre Unterstützung anbieten, sei es über Sachspenden, Dolmetschung und ganz unterschiedliche Dienste auch. Und merken einfach, dass die Nachfrage eigentlich seit der ersten Woche sehr hoch ist. Und wir dann auch ja, sofort eigentlich eingestiegen sind und überlegt haben, was können wir jetzt tun. Und da sind wir eigentlich auf ja, zwei Bausteine vor allem gekommen, dass wir gesagt haben, wir möchten einerseits konkret die Hilfe in diesem Moment anbieten und auch finanziell die Menschen unterstützen. Das heißt, wenn sie hier ankommen, sind sie meist ein oder zwei Tage gerade hier, wenn überhaupt. Einige kommen auch am gleichen Tag noch zu uns, wenn sie hier in Osnabrück ankommen direkt. Und dann helfen wir ihnen bei der Antragstellung, damit sie dann auch relativ schnell Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen. Aber gleichzeitig unterstützen wir sie auch, dass sie ja, finanziell die ersten Tage überbrücken können, Lebensmittel kaufen können, ja, und auch Kleidung vielleicht für ihre Kinder oder andere Bedarfe, die sie dann haben, weil wir einfach sehen, dass sie auch mit natürlich mit sehr wenig Gepäck kommen. Manche kommen ja an mit kleinen Plastiktaschen. Und das war es dann, sodass da auch sehr viel konkrete Hilfe in dem Moment notwendig ist. Und seit der zweiten Woche eigentlich haben wir dann angefangen, auch eine Sprechstunde zu etablieren, in der wir dann täglich den Menschen die Möglichkeit geben, uns aufzusuchen, damit sie ihre Anträge mit uns stellen können, damit wir gucken können, wie ist denn überhaupt die aufenthaltsrechtliche Lage, welche Unterstützung brauchen sie, was gibt es noch weiterhin. Wir haben natürlich auch einige Fälle, wo medizinische Unterstützung notwendig ist. Da müssen wir gucken, dass wir auch mit Krankenhäusern in Kontakt kommen. Einige Menschen, die ihre Chemotherapien unterbrechen mussten, wo OP-Termine ausgefallen sind etc., wo einfach auch nochmal konkrete Unterstützung in dem Bereich notwendig ist. Dann erreichen uns natürlich viele Nachfragen auch nach Wohnraum, wo wir manchmal auch versuchen noch zu vermitteln. Ja, und sind einfach im Moment auch Ansprechpersonen, ein offenes Ohr, auch Ansprechpersonen für die Ehrenamtlichen vor Ort, die uns dann hier aufsuchen. Wir sehen, dass wir derzeit noch wirklich 40 bis 50 Personen pro Tag haben, die unsere Sprechstunde aufsuchen. Wir haben das Glück, dass wir auch russisch- und ukrainischsprachige Kolleginnen und Kollegen haben. Wir werden aber auch seit einigen Tagen mit vielen Ehrenämtlern unterstützt, die sich extra bei uns melden und dann in unserer Sprechstunde uns in ja, Dolmetscher uns in unserer Sprechstunde unterstützen, zu dolmetschen in Russisch oder in Ukrainisch. Das ist uns auch eine große Hilfe, weil wir einfach im Moment natürlich auch ja, mit vielen Kolleginnen und Kollegen versuchen, dann diese Bedarfe auch zu decken. Wir sehen eigentlich hier sehr unterschiedliche Menschen. Wir sehen viele Frauen und Kinder tatsächlich, die Männer, die dann oft zu Hause geblieben sind, wo sie dann auch versuchen täglich auch den Kontakt zu halten. Wir sehen aber auch viele ältere Menschen, die dann auch ja, oftmals auch sehr krank sind und dann wirklich auch medizinische Unterstützung benötigen. Wir haben Fälle von einer, ja, einer Mutter mit ihrem kleinen Sohn und ihrer Mutter, also drei Personen, die dann am Bahnhof aus dem Zug gestiegen sind und von einer russischsprachigen Person aufgesammelt wurden und die dann von der Polizei zu uns geschickt wurden sind. Die wussten nicht mal, in welcher Stadt sie waren. Die hatten schon Stunden, tagelang waren sie unterwegs und hatten auch schon lange nichts mehr gegessen, sodass wir dann erstmal gucken müssen, okay, wie können wir denen jetzt gerade vor Ort helfen? Wir haben die unterstützt, ein bisschen was zu essen gegeben, haben denen ein bisschen Geld gegeben, dass sie was einkaufen konnten und sie dann auch weitergeleitet, damit sie dann auch unterkommen konnten. Andere kommen mit Ehrenamtlichen zu uns, da haben die Ehrenamtlichen oft dann den Weg von der Grenze nach Osnabrück mit organisiert, sind oft selber mit dem Auto dahin gefahren, holen manchmal sogar auch regelmäßig, wöchentlich oder nahezu täglich Menschen von der Grenze ab,
und kommen dann mit denen zu uns und sind dann sozusagen in der Erstberatung bei uns, sodass wir sie dann eigentlich von Beginn an jetzt erstmal begleiten können, damit sie sich hier ja, auf den Weg machen, sich registrieren, möglicherweise dann auch eine Arbeit finden, relativ schnell, weil sie ja auch sofort die Arbeitsgenehmigung dann bekommen durch ihren Aufenthalt, um dann zu gucken, wie kann es hier weitergehen. Wir sind beeindruckt davon, wie viele Menschen uns in den letzten Tagen und Wochen kontaktiert haben und uns ihre Hilfe angeboten haben. Wenn auch Sie die ukrainischen Geflüchteten und unsere Arbeit unterstützen wollen, dann freuen wir uns einerseits über finanzielle Unterstützung, die wir direkt in die Soforthilfe für die Menschen einfließen lassen können. Und andererseits brauchen wir immer aber auch Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Das kann in Austausch- und Begegnungsangeboten sein, das kann als Dolmetscherin sein, das kann aber auch für kleine Botengänge sein, der Gestaltung von Freizeitmöglichkeiten oder aber auch kleine Deutschkurse für Kinder oder Jugendliche, die wir dann regelmäßig anbieten können.